Hallo zusammen, heute nehme ich euch mit ins Tierasyl in Hamm. Wir haben nämlich einen Termin und zwar werden wir dort Welpen fotografieren. Einige Welpen, ich weiß nicht, ob wir alle Welpen fotografieren, aber ja, leider hat das Tierasyl im Moment sehr, sehr viele Welpen. Ich glaube, die sind aus einer Beschlagnahmung, aber das, ja, die Details erfahren wir dann gleich. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Sachen packen, die wir dann gleich ins Auto bringen, damit wir natürlich pünktlich sind. Heute hilft Vanessa mir. Wir werden auf jeden Fall recht viele Sachen mitnehmen. Ich habe mir für die Welpen natürlich einen Aufbau überlegt, wo wir sie einzeln fotografieren können, wo wir hoffentlich aber auch eine kleine Gruppenaufnahme bekommen. Die Bilder sollten natürlich ja, super niedlich aussehen, ansprechend, dass wir halt auch sehr viele Menschen damit erreichen und die richtigen Menschen für die Welpen finden. Wir werden aber auch, ich sag mal, die klassischen Sachen einpacken, die ich gerne in Tierheime und Tierasyle mitnehme, falls wir auch noch erwachsene Hunde haben. Ich glaube, es sind drei Muttertiere noch da. Ich weiß nicht, inwieweit ja, da noch andere Hunde jetzt gerade sind, aber was wir haben, das haben wir, das können wir dann vor Ort einfach benutzen. So, aus organisatorischen Gründen habe ich uns jetzt noch ein zweites Körbchen besorgt. Ich trenne die technischen Sachen gerne von den dekorativen Sachen, damit es nicht durcheinander kommt, damit man direkt besser weiß, in welcher Kiste man gucken muss. Denn es soll ja gleich auch schnell gehen, wir sollen die Dinge schnell zur Hand haben. Auch ja, weil die Hunde vermutlich nicht so geduldig mit uns sein werden. Aus dem Grund ja, ist es mir persönlich wichtig, dass man sich im Vorfeld hier gut organisiert. Der Teil ist halt jetzt auch echt mega wichtig, denn ja, wenn wir keine Akkus haben, keine Speicherkarten oder die Synchro-Auslösung beispielsweise fehlt für die Blitze, dann wird das mit dem Arbeiten sehr schwer. Vanessa müsste jetzt auch jeden Moment da sein. Ja, die ganzen Klamotten können schon mal von oben nach unten. Dann bringen wir das ins Auto und dann sind wir eigentlich auch schon startklar. So, wir sind jetzt hier im Tierasyl. Wir haben denselben Raum wie letztes Mal. Wie man sieht, ist es eigentlich ein Katzenzimmer, das einfach ein bisschen umgebaut wurde und leergeräumt. Die Katzen sind jetzt draußen, dass wir hier arbeiten können. Es ist definitiv provisorisch, aber nachher auf den Videos oder auf den Fotos sieht man das sowieso nicht, besser gesagt. Und es muss jetzt einfach nur seinen Zweck erfüllen, sicher sein, dass die Hunde hier nicht weglaufen. Und ja, zum Arbeiten, ich sag mal wirklich jetzt im Tierheim oder im Tierasyl, ist das eigentlich optimal. Wir gucken jetzt einfach mal, wie gut das klappt mit den Welpen. Wir werden, wie besprochen oder wie angedacht, nicht alle Welpen fotografieren, einfach weil die sehr ähnlich sind und weil die wirklich dann stellvertretend für alle anderen stehen können. Ich denke, wir machen so ja, 3 bis 5 Welpen und gucken jetzt einfach mal, wie gut das funktioniert. Man sollte meinen, es würde mit jedem Welpen besser werden. Ja. Hey, wenn die alle so werden wie du, noch ein bisschen, wenn es geht, gerade setzen. Die ist ja jetzt sehr genau. Die fliegen ruhig noch ein bisschen nach vorne. Ja, genau. Ist aber in Ordnung? Also du hast ja auf jeden Fall den richtigen ausgesucht. Nein, ich weiß.